EA Sports. It's in the game. Ja, Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zurück in die Kindheit, in der heutigen Folge mit F1 2000. Vorab sei gesagt, Freunde, bevor ihr euch das Video dann komplett reinzieht, ich bin absolut kein Formel-1-Typ. Also, ich finde Formel 1 faszinierend, klar, aber ich habe das nie so aktiv verfolgt. Ich habe es nur in meiner Kindheit oft gespielt und ich kann mich noch ganz genau erinnern, zu den Zeiten von Michael Schumacher und Ralf Schumacher. Fast jeden Sonntag gab es bei uns so ein Familientreffen, wo sich meine Tanten und meine Onkels immer alle getroffen haben. Und die Tanten haben immer gebacken und Tee gemacht und so weiter und so fort. Und die Männer haben immer dann im Wohnzimmer gesessen, Formel 1 geguckt und da habe ich halt immer mitgeschaut. Aber ich habe das nie so richtig verstanden. Aber die Faszination dahinter konnte ich schon nachvollziehen als Kind. Deswegen verzeiht mir, falls ich jetzt hier im Video irgendwelche dummen Aussagen sagen werde, die überhaupt nicht zutreffen oder nicht richtig sind. Wie gesagt, ich bin kein Formel-1-Typ, ich bin kein Formel-1-Ass. Ich habe das Spiel einfach nur gerne gespielt, weil ich das halt gerne mit meinen Onkels und meinem Vater geguckt habe. Okay, was haben wir hier eigentlich alles? Meisterschaft, Wochenende, kurzes Rennen, Zeitrennen. Wir gehen erstmal in ein kurzes Rennen rein. Eigenes Startfeld? Nee, Fahrerwechsel. Klar, könnten wir jetzt Michael Schumacher nehmen. Jordan Mu. Nee, warte mal. Haha. Benson sagt mir jetzt nichts. Iruin sagt mir jetzt auch nichts. Ralf Schumacher. Ich schwör's euch, ich habe die ganzen Namen alle nicht mehr im Kopf. Wenn ich die Gesichter sehe, vielleicht, aber so die Namen sagen mir jetzt gar nichts. Häkkinen, ja doch, sagt mir was, aber M. Der Vorname, den fällt mir jetzt gerade nicht ein. Okay, also viel gibt es hier scheinbar nicht. Wir nehmen einfach mal Michael. Rennkurs wechseln. Was haben wir denn für schöne Strecken? Melbourne, Interlagos, Imola, Silverstone, Barcelona, Nürburgring, Monaco, Montreal, Magny-Kurs, kenne ich gar nicht, A1-Ring, Hockenheim, Ungaroring, Spa, Monza, Indianapolis, Suzuka, Sepang. Okay, was kenne ich denn ganz gut? Imola kenne ich halbwegs, ja, gescheit, sage ich mal. Silverstone kenne ich auch ganz gut. Barcelona eher weniger, also es geht. Nürburgring, komm, Nürburgring. Weiß ich direkt, dass ich das kann. Spieler 1. Option, was gibt's denn hier bei den Optionen? 4 Runden. Oh, okay, das ist das Mindeste. Schwierigkeit leicht. Lass ich auch mal so. Schäden machen wir mal an. Und wir sind erledigt. Cheats gibt es tatsächlich keine, die jetzt irgendwas freischalten, sondern einfach nur, ja, Spielervorteile, dass die Gegner stehen, dass die Uhr steht und so weiter und so fort. Aber ja, brauche ich jetzt nicht. Wiederholung auf Dreieck. Okay. Naja, egal. Lassen wir mal. Das Wetter ist einfach ideal für das Rennen. Ja, und ihr seht schon, das Spiel ist natürlich hochskaliert worden vom Emulator. Das können wir aber natürlich ändern. Oh, Motorschaden oder was? Alter. Ja, der hat gerade selber, ist gerade selber vom Gas gegangen. Ich glaube, ich habe Fahrhilfen an. Aus dem Rennen ist, das ist Mika Salo. Boah, kann ich das ausstellen? Das ist ein bisschen Rennlinie an, Vibrat, Fahrhilfe. Warte mal, Fahrhilfe mache ich erstmal an, weil ich möchte nicht, dass ich mich jetzt in jeder Kurve hier eindrehe. Aber Bremshilfe will ich auf jeden Fall aushaben.
Oh, geil, hier gibt's schon Cockpit-Ansicht. Das ist geil. Aber ja. Oh Gott, das war jetzt nicht mit Absicht. Also ich erkenne zwar Nürburgring wieder, aber da muss man schon sehr viel Vorstellungskraft haben, um das hier wirklich alles gut erkennen zu können. Es ist halt nicht so authentisch, wie man es heutzutage gewohnt ist. Aber gut, ich glaube, zu dieser Zeit, so, also 2000, war der Umbau, glaube ich, noch nicht, ne? Das sieht alles ein bisschen sehr, sehr verwirrend aus für mich gerade. Ah, jetzt fällt es mir, glaube ich, ein, der Häkkinen heißt, glaube ich, Michael oder sowas. War das nicht so? Oh ja, meine Lieblingskurve, in der ich mich immer verbremse. Ey, das ist aber auch geil, dass rechts auf dem Reifen gerade ein bisschen Gras war, weil wir auf der Wiese waren. Das ist schon ein schönes Detail, was es schon damals gab hier. Oh, bin ich mitten drauf gefahren, sorry dafür. Krass, wie die Formel 1 Wagen damals noch komplett anders aussahen. Jeder Abschnitt mit der heftigen Schikane, den gibt es hier scheinbar noch nicht. Ich weiß gar nicht, wann der Umbau stattgefunden hat auf dem Nürburgring. Das ist halt das, was mich jetzt zu Beginn direkt irritiert hat. Und die Körbs sind auch alle ultra weit. Der Frontspoiler hat einen leichten Schlag abbekommen. Ja, so. So oft, wie ich jetzt jemanden draufgefahren bin, wundert mich das aber ehrlich gesagt nicht. Oh, ich sehe gerade, wir haben hinten Backfire beim Runterschalten. Oh Mann! Also die Fahrzeuge mit den Liveries, die sind mir auf jeden Fall sehr, sehr alle prägnant. Aber die Fahrer halt, wie gesagt, nicht. Oh, den habe ich jetzt abgedrängt, sorry. Oh, der hat seinen Reifen verloren! Alter, wie geil ist das denn? Da passieren so wilde Sachen. Das ist heftig. Das ist geil. Aber auch teilweise echt random, was da passiert. So. Du liegst rund 2 Sekunden hinter Mika Häkkinen. Ja, Mika, siehste. Ich hab, glaube ich, Michael gesagt, ne? Aber Mika ist richtig. So, wir sollen ja in die Box wegen unserem Frontspoiler. Ach, ist das schön. Damals war alles noch so unbeschwert. Ist jetzt repariert oder was? Gibt keine Boxenstopp-Animation. Alter, jetzt sind wir wieder 13. Schade, dass es nicht anzeigt, welche Runde wir sind, ne? Also wahrscheinlich kann man das auf irgendeiner Taste sich anzeigen lassen, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, das müsste jetzt die 3. oder die 4. schon sein. Ja, mal gucken, was ich jetzt hier noch rausholen kann. Ich glaube, der macht jetzt gleich zu hier rechts, oder? Ha, schön von rechts überholt und dann links reingezogen. So, 11.88.0. Nein! Oh, 4. wieder? Stark. Ah, Häkkinen ist immer noch vor uns. Aber sobald der Frontsplitter wieder dran ist, hat das Fahrzeug auf jeden Fall deutlich besser, also ja, was ja klar ist, mehr Downforce in den Kurven. Das merkst du sofort. Okay, das war ein bisschen schnell, aber habe ich gerade noch so halbwegs retten können. So, schauen wir mal, ob ich vielleicht noch 2 Plätze gut machen kann.
Alter. Na komm. Oh, vielleicht können wir sogar noch Erster werden. Wie auch immer das ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich auf einmal so viel noch aufholen kann. Aber eigentlich brauche ich hier gar nicht in dieser Schikane auf die Bremse zu gehen. Einfach nur vom Gas durchrollen. Aber als Kind hatte ich hier, glaube ich, echt viel Struggle. Ich bin als Kind wahrscheinlich immer hinten irgendwem draufgefahren und hab die Kurven nie richtig bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Boah, die Bremsen haben sogar gerade geglüht. Ey, das ist so geil, was es hier eigentlich für Animationen gibt. Und da ist das Ziel. Du hast gewonnen. Das war einzigartig. Alter. Es kratzt richtig. Okay. Es gibt keine Rennhighlights. Schade. Okay, dann nehmen wir uns das nächste Rennen. Boah, warum ist der Ton auf einmal nur auf der einen Seite? Das soll, glaube ich, nicht so sein. Das ist gerade nur rechts. Jetzt. Ganz komischer Song. Ich überlege gerade, sollen wir vielleicht mal Meisterschaft anfangen? Also, wir werden die natürlich jetzt nicht fertig machen, aber wir fangen einfach mal an. Ich würde mal Ralf nehmen. Der war ja, glaube ich, bei BMW sauber, ne? Warte mal, lass mich noch mal kurz gucken. Ja, BMW Williams F1. Aber heute heißen die, glaube ich, sauber, ne? Falls die überhaupt noch fahren. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr von Formel 1. Ich gucke das aktuell nicht mehr. Realistisches Wetter. Nasses, trockenes. Ja, wir machen mal realistisch. Vier Runden. Schwierigkeiten mache ich trotzdem mal leicht. Spritverbrauch an. Geht gar nicht. Ja, aber warum nicht? Muss das erst freischalten oder was? Ja komm, ich mach mal Mittel. Plagen an. Reifenabnutzung geht auch nicht. Ausfälle ja. Schäden ja. Strategie. Wettervorhersage. Okay, es wird nur sonnig sein. Perfekt. Tankstrategie. Der Spritverbrauch ist bei 4 und 8 Runden drin. Ah, okay. Reifenmischung. Ich mach einfach weich. War immer weich. Ich will kein Training, ich will direkt. Wollen wir Qualifying machen? Machen wir ein Qualifying. Das machen wir auf jeden Fall. Das Wetter ist ausgezeichnet. Das Wetter ist ausgezeichnet. Wagen-Setup. Oh geil, hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Feintuning machen. Die Heckflügelabtrieb, Gangübersetzung, Lenkeinschlag, Aufhängung vorne hinten, Bremsbalance, Bodenfreiheit. Also gibt schon viel zu einzustellen hier, aber ich lasse alles standardmäßig. Die Strecke ist im Moment frei. Fliegende Runde. Was fahren wir jetzt überhaupt? Ach man, mir fällt der Name gerade nicht ein, der Strecke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht ja schon gut los. Ach man, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich kenne die Strecke, ja. Ich kenne sie auf jeden Fall. Wobei, ich muss mich hier jetzt nur vielleicht wieder erstmal einfinden. In dem Spiel. Schade, dass es halt keine Minimap gibt. Allmächtiger. Vielleicht hätte ich doch kein Turnier machen sollen. Sondern einfach nur wirklich nur meine kurzen Rennen mit auf den Strecken, die ich halt gut auswendig kenne. Ne, wobei, kenne ich doch nicht. So wie das hier aussieht, dürfte das irgendwo in Australien sein. Also gibt mir zumindest die Vibes davon. So,
Ein Augenblick, ich werde mal kurz die Emulator-Skalierung anpassen, damit ihr seht, wie das Spiel eigentlich seiner Originalform aussieht. So. Das. Wobei Widescreen lasse ich doch mal drinnen lieber. Das ist jetzt halt natürlich der Bildschirmauflösung geschuldet. Warte mal, die Skalierung von den Texturen? Ist irgendwas schiefgegangen auf jeden Fall. Ja. So. So ist richtig. Oh Gott. Ja, wobei, so schlimm. Okay, doch, es sieht doch schlimm aus. Aber man kann auch gut was erkennen. So ist es ja nicht. Wenn man jetzt einen kleinen Fernseher hätte, ich glaube, das wäre gar nicht immer so schlimm, als wie jetzt auf einem großen Fernseher, wo man halt wirklich jeden Pixel sehr, sehr, sehr gut sehen kann. Oh Gott, ich bin gerade in neutral gegangen. Aus Versehen. Damit überlebst du erstmal die Spitze. Ausgezeichnet gefahren. Ein starker Lauf. Ist hinter mir einer oder nicht? Das hat sich alles so angehört. Ich kenne die Strecke doch nicht. Also, sie hat gewirkt wie, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nicht Imola. Sondern, die andere. In Spanien oder wo das war. Aber ja, keine Ahnung. Ich hab's halt echt nicht so mit Streckennamen. Die ich halt jetzt halt nicht so priorisiere, aber die ich halt mit der Zeit von bestimmten Spielen auswendig gelernt habe. So wie von Assetto Corsa, Competizione. Da kann ich halt viele Strecken. Aber auch nicht alle. Ich fahre ja auch aber hier jetzt auch viel mehr blind als eben gerade, wo ich noch mehr sehen konnte. Ich muss hier echt einfach nur in die Ferne gucken und abschätzen, was gleich passiert. Ja, nächste Runde werde ich auf jeden Fall wieder umschalten, weil das kann ich mir echt nicht geben. Ja, schön Bremsplatten jetzt hier erzeugt. Okay. So, zurück zur Box. Ein Zweitschnellster? Okay, aber ich stelle mal jetzt hier eben kurz um. Das kann echt nicht. Das kann ich mich anschauen. Aber ja, ich pausiere mal eben kurz. Okay. So sollte es wieder besser aussehen. So, beenden. Pole Position. Okay, wir starten auf der Pole Position. Großer Preis von Australien. Ist das, sage ich doch. Willkommen zum Start der Formel 1 Saison 2000. Die erste Runde spielt sich wie üblich in Albert Park ab. Der große Preis von Australien. Hier die heutige Startaufstellung. Auf der Pole Position Häkkinen. Zweiter Platz Michael Schumacher im führenden Ferrari. Ein sehr beeindruckender dritter Platz für Heinz-Harald Frenzen. Vierter Platz Coulthard. Fünfter Platz Barrichello im zweiten Ferrari. Ah, Barrichello. Sechster, okay, den kenne ich auch noch. Siebter Platz, Izzy Keller. Achter, Eddie Irvine. Neunter Platz, Ricardo Zonta. Zehnter Platz, Alesi im führenden Prost. Elfter, Jarno Trulli. Zwölfter, Johnny Herbert im zweiten Jaguar. Dreizehnter, Jos Verstappen. Oh, Verstappen. Vierzehnter, Alexander Wurz. Ist aber Senior, glaube ich, oder? Sechzehnter Platz, Pedro Diniz im führenden Sauber. 17. Mika Salo. 18. Genet. 19. Button. 20. Platz Ralf Schumacher. Oh. 21. Platz Heidfeld. Hä? 22. Platz Mazakane. Die Einführungsrunde ist vorbei. Viel Spaß also beim Rennen. Warum fährt denn der Ralf ein zweites Mal mit uns? Hä? Jetzt sind wir doch Letzter. Ja, keine Ahnung. Entweder haben die nochmal was gerissen oder weil ich das Qualifying sozusagen abgebrochen habe.
Schauen wir mal, was jetzt passiert. Boah. Hier ist ordentlich Stau. Junge, hier ist richtig Stau. Hier ein bisschen sachter jetzt fahren, damit ich den nicht allen hinten drauf donner. Da ist es schon wieder passiert. Aber ich war auch schon auf der Bremse. So ist es nicht. Ich fahre mir halt ein bisschen. Ey! Alter, jetzt habe ich mich eingedreht. Der Frontspoiler hat einen leichten Schlag abbekommen. Komm an die Box, wenn es geht. Wenn es geht. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt machen sollte. Muss erstmal ein paar Positionen gut machen. Und solange das Ding noch fährt, passt mir das. Solange ich noch zurechtkomme mit den Kurven. Komm! Zieh, Ralf! Oder reicht's dir schon? Oh! Da habe ich ihn leicht abgedrängt. Ups. Schön hier, Windschatten. Und vorbei. Aber ja, tatsächlich mit dem Frontsplitter, es geht noch vollkommen klar. Ach, da oben steht sogar Runde 2 von 4. Das habe ich wahrscheinlich bei meinem ersten Rennen nicht richtig gesehen. Oder nicht drauf geachtet. Ich habe mich halt wirklich nur aufs Fahren konzentriert. Boah, wie der da vorne rumglitscht. Aber das ist halt wegen der Emulation, weil ich da ein paar Sachen eingestellt habe. Wie gesagt, für jedes Spiel muss man immer wieder alles perfekt einstellen und jedes Spiel ist anders. Oh no. Nein! Oh, Wiederholung? Achso, ich habe Dreieck gedrückt, ja klar. Kreis war ja zurückfahren. Ah. Ich glaube, das Rennen kann ich mir in die Haare schmieren. Versuche jetzt aber noch ein bisschen mehr konzentrierter zu fahren als sonst. Naja, ich glaube, unter die Top 10 werde ich auf jeden Fall nicht mehr kommen. Wenn überhaupt. Ich die beiden da vorne noch. Parlament. Du liegst etwa 2 Sekunden vor Gaston Mazzacane. Oh nein, ein bisschen weit rausgekommen. Komm, Verstappen. Boah, da bin ich ihn fast hinten reingebombt. Schauen. 4 Sekunden hinter Alesi. 4 Sekunden? Ja, das könnte ich da vielleicht noch schaffen. In der Runde wenigstens, dass ich sein Fahrzeug vor mir sehen kann. Ah, da vorne war er gerade, glaube ich. Scheiße. In den nächsten 3 Runden. Das Rennen geht nur noch 2. Toll, jetzt habe ich mir alles versaut. Weil ich natürlich ein bisschen geshortcuttet habe.
Aber da vorne sind sie. Ja, toll. Und jetzt muss ich in die Box. Ja, ich skip das mal. Das lassen wir jetzt nicht entgehen, auch wenn ich natürlich dafür vielleicht disqualifiziert werde. 9 Sekunden haben wir gut gemacht. Ah! Oh. Mann! Ich könnte auch mal vielleicht ein bisschen schneller um die Kurven fahren. Ich kann das ja auch. Ey! Ich dränge die jetzt alle ab, aber jetzt fahre ich auch wirklich Harikiri. Oh! Alter, da... Hä, was war denn das? Da stand einfach ein Fahrzeug oder so eine Silhouette vom Fahrzeug. Wahrscheinlich von dem da vorne. Ich glaube, der ist jetzt... Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt ein Glitch oder ein Bug, dass der nur noch auf seiner Karosse fährt. Ohne Heckflügel, ohne Front. Spoiler! Ja, ich schaue mir den halt nebenbei an, deswegen achte ich da gerade nicht so richtig drauf, wo ich da eigentlich lang fahre. Ciao, ne? Was würde passieren, wenn ich jetzt vor der Startziel gerade in die Box reinfahre? Würde das Ganze nochmal retten oder nicht? Also jetzt, wo ich hier richtig reinkomme. Ist Rennen vorbei. Oh, 10 Sekunden, ich glaube. Oh, der Startziel gerade, ne? Ah, jetzt rauschen sie alle vorbei. Na toll. Jetzt habe ich verkackt. Letzter Platz. Pech gehabt. Oh Mann. Und damit endet ein weiteres spannendes Rennen. Was für eine Enttäuschung für Ralf. Ein langes, ermüdendes Wochenende und dann so viel Pech. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten WM-Runde wieder dabei. Tja, damit sind wir rausgeflogen, hä? Wie es aussieht. Nicht in der Wertung. De La Rosa. Okay, der hatte wohl einen Schaden. Okay. Wenn wir jetzt nochmal das Replay reinziehen, wie ich hier richtig reingeschissen habe. Peugeot? Der blaue da links neben uns ist ein Peugeot? Echt? Wir haben damals auch Formel 1 mitgemacht. Der fährt halt wirklich ohne Heckspoiler. Ich glaube, den hat er wohl verloren irgendwann. Aber er hat es trotzdem stabil durchgehalten. Richtiges Highlight, ja. Ja, okay, Freunde. Aber ich würde sagen, können wir hier an dieser Stelle jetzt beenden. Es gibt halt nicht mehr viel zu zeigen. Klar, wir könnten jetzt viele Strecken jetzt nochmal durchfahren, aber das würde den Rahmen dieser Folge oder dieses Projektes sprengen. Aber falls es euch gefallen hat und ihr ein wenig Nostalgie verspürt habt, dann würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und würde mich umso mehr freuen, wenn ihr im nächsten Video oder in der nächsten Folge einschaltet. Bis dahin, Freunde, macht's gut, haut rein und ciao!